Das sieht gut aus, ja. Hallo zusammen. Ich freue mich da auf die Theorie mit euch da durchzugehen. Physiologie. Für viele immer so ein Schreckensgespenst. Ich finde das etwas sehr Spannendes. Ich bin Stefanie. Ich bin Masterinstruktorin da beim Dogsport Käse schon relativ lang. Ging wieder da anzutreffen. Und arbeite hauptberuflich auf der Anästhesie im Inselspital. Also ich habe jeden Tag irgendetwas mit Physiologie zu tun. Ich finde es ein spannendes Thema, wenn man gerade das Hobby mit dem Beruf zusammen irgendwo verbinden kann, umso mehr. Ja, ich glaube, ich hoffe, das funktioniert alles hier einigermaßen so, wie das sollte. Das ist mein erstes Webinar in dem Sinn, das ich so gebe. Es ist ein bisschen komisch, wenn ich euch nicht sehe, weil ich eigentlich sehr gerne mit euch interagiere. Aber ich denke, wir werden das auch so über die Bühne bringen. Ihr seht, ihr habt unten rechts eine Chatfunktion. Dort könnt ihr miteinander chatten. Ich habe da vorhin auch schon ein paar Hallos gelesen und so. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann während dem Webinar nicht so auf die Fragen oder auf Anmerkungen dort eingehen. Ich werde mir sicher schnell durchscrollen, mal, wie irgendetwas gerade noch ist. Ihr habt unten noch die Möglichkeit, habe ich vorhin gerade entdeckt, dass ihr noch Fragen könntet stellen könnt. Auch da, die Zeit ist wahrscheinlich ein bisschen beschränkt. Wenn Fragen würden auftreten, ihr könnt sehr gerne noch ein Mail schicken an, ui, das kenne ich mich nicht mehr. Mal, kommt gut, an uns. Dann wird es an mich weitergeleitet und dann würde ich das selbstverständlich gerne so beantworten. Also, was schauen wir an? Physiologie, also alles, was mit dem Körper zu tun hat. Wir gehen kurz auf den Blutkreislauf ein, als Wiederholung, wie das unser Körper da funktioniert. Wir gehen kurz auf das Atemsystem ein. Wir reden über die verschiedenen Gase, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Wir reden über die mechanischen Unfälle, über die thermischen Probleme, die es geben kann, über den Carotid-Sinus-Reflex und noch ganz kurz über das Bein ertrinken. Gut. Da seht ihr aufgelistet oder schöne Bildchen von unserem Herz. Wir haben zwei Herzkammern hier, wir haben die Vorhöfe hier. Wir haben eigentlich den grossen Kreislauf, der von der linken Herzkammer in die Arterie hier das Blut ausgeworfen wird, wo dann im Körper in unsere Zellen mit sauerstoffreichem Blut versorgen. CO2 wird dann gebildet, wird da über die Lungen, Venen zurück zum Herz transportiert, kommt dann vom rechten Herz geht's in den Kleinkreislauf raus, im kleinen Kreislauf, da geht in die Lungen, dort wird das CO2rausgefiltert und wieder Sauerstoff angereichert. Da seht ihr das noch. Also eben, wir haben hier die Lunge auf der einen Seite und das Herz auf der anderen Seite. Und da die schematische Darstellung eigentlich, wie das Blut, das sauerstoffreiche Blut, in den Körper hineingeht, die verschiedenen Zellen über die Kapillaren versorgen und eigentlich das sauerstoffarme Blut zurück zum Herz transportiert wird, von dort aus in die Lunge, wo das CO2 weggewaschen wird und der Sauerstoff wieder aufgenommen wird. Und so funktioniert das Ganze eigentlich. Also da im Körper, in unser ganz Körper, der mit Blut versorgt wird. Muss ich da schauen, dass ich da in die richtige Richtung scrollen. Unser Atemsystem funktioniert so, dass wir Atemwege haben, die hier in die Luftröhre hineingeht. Unten in die beiden Hauptbronchien abzweigen, in linke Lungenflügel, in rechte Lungenflügel. Und dort geht es dann in die kleinsten Einheiten hinein, also in die Bronchiolen. Da kommt die Luft hinein und endet dann in diesen Alveolen.
Alveolen stelle ich mir immer so vor wie eine, so eine Trübel. Sieht doch ein bisschen wie eine Trübel aus. Und die Alveolen, die sind umgeben von den Lungenkapillaren, also von den kleinsten Einheiten vom Blutgefäß, werden hier eigentlich umschlossen. Das ist so wie ein Geflecht, das drumherum ist. Und hier in diesen Alveolen findet der ganze Gasaustausch statt. Also man sieht es hier sehr gut. Wir haben hier Kapillaren, wo so ein einziges Trübeli umschließen. Und hier haben wir dann den Gasaustausch. Da haben wir so verschiedene Durchgänge, dass eben das CO2 durchgeht, der Sauerstoff durchgeht. Und so funktioniert eigentlich unsere Atmung. Unser Körper ist so ausgelegt, dass immer genug Sauerstoff zur Verfügung steht. Also der Körper hat sehr eine grosse Anpassungsfähigkeit, wie viel Sauerstoff er effektiv braucht, wo wir leben. Also wenn wir in den Bergen leben, braucht es ein bisschen mehr Sauerstoff, weil dort die Luft ein bisschen dünner ist. Und schematisch kann man sich das eigentlich vorstellen, als hätten wir hier eine Kapillare, wo eigentlich zuständig ist jetzt hier in diesem Bild für zwei Körperzellen. Da geht dann Sauerstoff in die Zellen hinein und umgekehrt käme jetzt Kohlendioxid raus und würde hier in die Kapillaren wieder rausgehen. Unser Körper, wie gesagt, ist wirklich so ausgelegt, dass er eigentlich eben immer genug Zellen kann versorgen kann. Er würde mehr Kapillaren bilden, wenn er irgendwie einen Sauerstoffmangel hat, würde aber auch wieder abbauen, wenn er plötzlich wie zu viel hat, Kapillaren. Das ist also der Höhentrainingseffekt. Der weiss ich eigentlich genau das erreiche, indem dass eben mehr Kapillaren gebildet werden, dass mehr Zellen schlussendlich mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn wir jetzt ein Problem haben, wie zum Beispiel hier schematisch dargestellt, das könnte ein Verschluss sein von dieser Kapillare, das könnte irgendeine Verstopfung sein drinnen. Wenn das Blut hier kommt, kann es fließen, oder, ist hier eigentlich der Teil, überkommt keinen Sauerstoff mehr ab, weil er kein Blut mehr abbekommt. Zellen gehen kaputt nachher. Die platzen wie auf und es entsteht eigentlich ein Ödem, sagt man dem. Also die Zellen, die sind flüssigkeitsgefüllt und wenn die Flüssigkeit austritt, entsteht hier so eine Ansammlung von Körperwasser. Das Körperwasser, das Ödem, das drückt dann quasi auf die nächste Zelle und die fühlt sich auch nicht so, wenn sie so bedrängt wird. Dann kann es eben sein, dass die Zellen hier auch kaputt geht, weil eigentlich wären die Zellen sauerstoffabhängig von hier, von dieser Kapillare hier, wo kein Blut mehr durchkommt. Plus zusätzlich hat sie den Druck von dem Ödem, der auf sie drückt und irgendwie platzt die auch auf. Und was entsteht, ist wie ein Schneeballeffekt. Also es könnte dann die nächste Zelle auch wieder bedrückt werden, sage ich jetzt einmal. Und von dem her kann es sein, dass dann die Zelle hier auch kaputt geht. Wenn wir jetzt hier einen Nerv haben, das ist ein Nervenstrang hier dargestellt, ist es möglich, dass der Nerv auch irritiert wird. Das spielt der Nerv vor allem auch bei der klassischen Deko eine Rolle, wo wir dann später noch darauf zu reden kommen. So, weiter geht's. Genau. Da habt ihr das gleiche Bild wie vorher. Also wir haben hier die Kapillare, wo irgendeine Verstopfung drin hat. Das kann, wie gesagt, irgendein Thrombus sein, also ein Blutgrinseli sein. Es könnte theoretisch aber auch eben ein Stickstoffbläschen sein, wo hier eigentlich den Blutfluss unterbrechen. Das ist ein Effekt von einer Deko, wie eine Deko könnte entstehen. Der zweite Effekt ist da unten schematisch dargestellt, nämlich das Stickstoffbläschen, das irgendwo in den Zellen innen ist und so auf
Gewebe drückt eigentlich. Auch wieder zum Beispiel den Nerv irritiert oder eben auch wieder die Zellen irritiert, dass die auch wieder aufplatzen und ein Ödem bilden können. Ihr seht hier die Symptome von einer klassischen Deko. Eine Deko entsteht ja, wenn wir eigentlich den Stickstoff, den wir immer haben beim Tauchen und den wir auch immer aufnehmen beim Tauchen, nicht schnell genug abtransportiert werden, nicht schnell genug aus dem Körpergewebe wieder abtransportiert werden. Eigentlich muss man sich das wie eine Mineralwasserflasche vorstellen, die man schüttelt. Wir tauchen auf und plötzlich ist der Druck in den Gewebe so gross von diesem Stickstoff, dass der Stickstoff eigentlich nichts mehr anders machen kann als eben der Fläschli-Effekt, nämlich einfach sprudeln. Und genau das kann in unserem Körper innen passieren. Wir haben die klassischen Symptome wie Schmerzen in den Gelenken, vor allem Schultern, Ellbogengelenk. Das kann aber auch ein Kniegelenk mal betreffen, das kann die Hand betreffen. Also eigentlich alles, was so Schmerzen sind, die man nicht kennt, können auf eine Deko hinweisen. Es gibt dann Symptome, die nicht ganz so typisch sind, nämlich die Erschöpfung. Also ich bin immer müde, wenn ich tauche. Ich bin immer irgendwie erschöpft nach dem Tauchen. Aber das ist wirklich eine Erschöpfung, die nicht mehr normal ist. Wirklich ein extremes Schlappfühlen, ein extremes Müdefühlen. Das könnte ein Hinweis auf eine Deko sein, wo vielleicht eben so ein Sauerstoffbläschen sich irgendwo unterwegs angesammelt hat im Hirn oder irgend in das Sonstgewebe innen, wo ja, anstrengend ist für den Körper und eigentlich dann eben die Erschöpfung auslöst. Was auch selten ist oder was man auch nicht so ganz in Verbindung mit der Deko bringt, ist die Unfähigkeit, Wasser zu lösen. Wenn wir aber zurückgehen zum vorderen Bild hier, kann es natürlich sein, dass eben das Stickstoffbläschen hier genau so auf einen Nerv drückt. Und wenn das blöderweise genau der Nerv ist, wo der den Blasenschliessmuskel steuern, dann kann es eben mal passieren, dass man einfach plötzlich nicht mehr auf die Wetze kann. Also man merkt, man hat eine volle Blase, man hat Harndrang, aber es geht einfach nicht. Ich habe das selber schon mal bei jemandem gesehen, also das ist recht eindrücklich. Es geht einfach nicht, es kommt einfach nicht. Und dementsprechend, das ist natürlich mit Schmerzen verbunden und kann auch gefährlich werden, weil die Blase irgendwann reissen könnte. Verschwommenes Sehen, das ist auch nicht so typisch für eine Deko. Und trotzdem ist es etwas, das man mal könnte begegnen könnte. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass eben so ein Bläschen auf der einen Seite dort beim Sehnerv sich anlagern könnte. Auf der anderen Seite aber auch im Hirngewebe, beim Sehzentrum, also dass dort irgendetwas beeinträchtigt wird. Schwindel, je nachdem, eben auch wieder, wo sich das Bläschen anlagert. Hörsprachstörungen, auch wieder dort, wo sich das Bläschen anlagert. Da gibt es dann auch noch andere Dinge, da komme ich dann noch gerade dazu. Lähmungserscheinungen, klassischerweise, wenn sich das Bläschen irgendwo im Rückenmark anlagern würde, dann kann es gut sein, dass eben die Leute plötzlich Sensibilitätsstörungen in den Beinen haben, das Bein nicht mehr spüren, nicht mehr richtig auf den Beinen stehen können. Klassischerweise ist hier bei den Lähmungen beidseitig betroffen. Also es ist selten nur eine Seite betroffen, sondern es wären immer beide Beine. Zum Tom müssen nicht gleich sein, die können unterschiedlich sein. Aber so kann man zum Beispiel eine Lähmung von einer Deko unterscheiden von einem Schlaganfall. Oder kommen wir dann eben noch dazu von einer Gasembolie. Gefühlsverlust, habe ich vorhin gesagt, Sensibilitätsstörungen, das kann überall im Körper auftreten.
Bewusstlosigkeit, Atembeschwerden, Schmerzen im Brustbereich, unkontrolliertes Husten, Tod. Ja, das sind also so kleine Symptome, die nicht ganz klassisch, typisch sind für eine Deko. Und gleich haben wir sie hier aufgeführt, weil eigentlich eben alle so die komischen Symptome können auftreten bei einer Deko. Grundsätzlich kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn 24 bis 48 Stunden nach dem Tauchgang etwas sich verändert oder etwas nicht gut ist oder man eben irgendwo so Symptome wahrnimmt, könnte es eine Deko sein. Also dort aufmerksam sein, wenn eben plötzlich die Schultern wehtut, dann war es nicht gewesen, weil man sich irgendwie beim Leiter aufsteigen, beim Tauchen ein bisschen weh gemacht hat, sondern es könnte eben auch eine Deko sein. Also einfach aufmerksam sein dort, was es könnte sein. Genau. Wir reden eigentlich von Dekompressionskrankheit Typ 1, Typ 2, Typ 3. Wobei eigentlich der Typ 1 also Gelenkschmerzen betreffen, was auch ein typisches Zeichen ist, sind Verfärbungen auf der Haut. Sehr häufig eigentlich im oberen Brustbereich. Das kann auch die Oberarme betreffen oder so. Eigentlich überall, wo wir viel Fettgewebe haben. Fett ist ein langsames Gewebe, das heisst, es nimmt den Stickstoff sehr langsam auf, gibt ihn aber eben auch sehr langsam wieder ab. Also bis wir dort stickstofffrei sind, kann es einen Moment dauern. Und wenn irgendwie wir eben zu viel Stickstoff haben, kann es sein, dass der Stickstoff aus dem Fettgewebe ausperlt und dort dann eben klassisch die Typ 1 Deko entsteht. Typ 2 ist alles, was mit Nerven in Zusammenhang ist. Dort denke ich eben vor allem auch an die Sensibilitätsstörungen oder an die Lähmungserscheinungen, aber auch alles, was schlussendlich im Kopf passieren könnte. Also eben die Sehstörungen, die Sprachstörungen, das weist alles auf eine Deko Typ 2 her. Ist eigentlich die schlimmere Deko, weil sie die grösseren Symptome macht. Es heisst aber nicht, dass wenn jemand Typ 1 Symptom hat, dass der nicht Typ 2 daraus entwickeln könnte. Und darum ist es wichtig, dass eben auch kleine Veränderungen wie Hautveränderungen oder leichte Schmerzen wirklich wahrgenommen werden und behandelt werden. Sauerstoff geben, so schnell wie möglich, so viel wie möglich, dass der dort wirklich ein weiteres Fortschreiten verhindern könnt. Ihr wisst ja nie, wie viel Stickstoff es wirklich im Körper unterwegs ist, wie viel es sich noch aus dem Gewebe herauslöst. Und darum wirklich darauf aufmerksam sein, auf so ein bisschen komische Symptome. Typ 3 betrifft eher einen Langzeitschaden. Man geht eher davon aus, dass die Stickstoffeinwirkung auf die Gelenke eigentlich einen Knorpelschaden macht. Das sieht man manchmal so bei den langjährigen Tauchlehrern, dass sie merken, dass wenn sie fliegen zum Beispiel, dass sie plötzlich Gelenkschmerzen haben. Sie haben nie Schmerzen nach dem Tauchen. Sie können 2 Wochen warten nach dem Tauchgang und haben gleich Schmerzen während dem Fliegen. Das ist ein Typ 3 Deko, also das sind quasi die Langzeitfolgen von immer wieder Stickstoff irgendwo haben. Und darum muss man das so ein bisschen in Klammern setzen. Das ist nicht etwas, wo man unmittelbar jetzt gerade sehen würde, sondern es sind wirklich so Folgen, die später auftreten. Beim Stickstoff ist es so, dass bei jedem Tauchgang, den wir machen, sei es im Pool, bei 3 Metern, haben wir Bläschen in unserem Körper. Die sogenannten stillen Blasen. Das sind die Bläschen, die
sich ein gewisser Teil Stickstoff gelöst hat im Körper innen, also eben ausperlt ist. Aber die machen uns nichts. Die kann man nachweisen, die Bläschen, aber die sind nicht gefährlich für uns. Das muss man sich einfach bewusst sein, eigentlich bei jedem Tauchgang, den wir machen, auch wenn es nur 2 Meter im Pool innen sind, haben wir so stille Bläschen. Genau. Das Foramen ovale ist eine Verbindung im Herz innen, eigentlich von der rechten zu der linken Kammer. Wenn wir das Herz anschauen, wieder, dort, das Foramen ovale braucht das Baby, wenn es noch im Mutterleib innen ist, ist das Foramen ovale offen, weil das Baby ja noch nicht selber schnauft. Das wird mit Sauerstoff versorgt über die Nabelschnur. Eigentlich mit dem ersten Schrei vom Baby sollte das Foramen ovale zugehen. Das ist so ein Hautfetzchen, das sich über die Öffnung drüber legt. Und im Normalfall ist das zu nahe. Jetzt etwa bei 33% der Leute, also relativ viel, ist das Foramen ovale teilweise oder ganz offen. Das kann sein, dass das Hautfetzchen nicht ganz angeklebt ist, dass das nicht ganz dran ist. Das kann aber auch sein, dass das Hautfetzchen einfach zu klein ist und gar nicht die ganze Öffnung hat zutun. Und es kann auch sein, dass das Hautfetzchen zwar schön anliegt, aber es kann sein, dass wenn wir etwas pressen, was wir machen, wenn wir mit der schweren Tauchflasche, einer Leiter oder einem Stegen aufsteigen, sich das Hautfetzchen kann loslösen kann. Von dem merken wir nicht viel im Alltag. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie gross das Foramen ovale ist, aber im Normalfall merken wir nicht viel. Beim Tauchen haben wir aber eben das Problem, dass im Normalfall, sage ich jetzt mal, Stickstoffbläschen über die Lungen kommen und von dort aus abgeschnauft werden. Also das kommt vom grossen Kreislauf zurück, geht in den kleinen Kreislauf, im Herz da wieder auf der rechten Seite, geht in den kleinen Kreislauf, geht in die Lungen und dort wird der Stickstoff abgeschnauft nachher eigentlich. Wenn jetzt eben das Foramen ovale offen ist oder teilweise offen ist hier, dann ist es möglich, dass Stickstoffbläschen die Abzweigung hier in die linke Herzkammer verwischen. Und von dort aus werden die Bläschen in grossen Kreislauf ausgeworfen. Sehr häufig gehen die Bläschen, die Bläschen steigen im Normalfall. Die erste Abzweigung nach dem Herz ist eigentlich die grosse Arterie, die ins Hirn raufgeht, Karotis. Und dann gehen die Bläschen wandern über Karotis ins Hirn hoch. Und dort haben wir dann genau wieder das Problem wie bei den ersten Bildern, die wir gesehen haben, nämlich, dass irgendwo die Bläschen bleiben stecken, die in diesen Kapillaren innen und die Kapillaren eigentlich ihre Zellen nicht mehr genug durchbluten können. Sie sollten. Und Zellen, die nicht mehr durchblutet werden, die sterben nach und nach ab. Also wir haben Zeichen von einem Schlaganfall. Das ist der Unterschied zwischen den Lähmungen bei einer klassischen Deko, oder bei einer Deko, die das Bläschen auf einen Nerv drückt oder im Rückenmark sich angesammelt hat. Dort haben wir gesehen, die Lähmung ist immer beidseitig, kann unterschiedliche Ausprägungen haben, aber sie ist beidseitig betroffen. Und eben jetzt hier beim Foramen ovale ist es möglich, dass die Bläschen vom Hirn aus dort einen Verschluss verursachen und dann eben zum Beispiel das Sprachzentrum betreffen oder eine Seite von der Sensibilität oder eine Seite von der Motorik. Klassischerweise sind die Lähmungserscheinungen aber eben halbiert, also quasi im Körper. Also, es ist nur die linke Seite betroffen, es kann nur der linke Arm betroffen sein, es kann nur das linke Bein betroffen sein, es kann beides betroffen sein, aber eben nur auf einer Seite.
Und das ist eigentlich der grosse Unterschied. Wenn wir über Stickstoff reden, reden wir sehr häufig einfach über Deko. Der Stickstoff ist aber auch die Ursache für eine Stickstoffnarkose oder für einen Tiefenrausch. Im Tiefenrausch weiss man nicht so genau, was wirklich die Ursache ist. Vermutet wird, dass eigentlich im Hirn, bei den Hirnzellen, wenn die miteinander kommunizieren, dann tun die so Botenstoff hin und her senden. Die liegen einander nicht ganz an, sondern die reden miteinander mit Botenstoff. Und wir vermuten, dass der Stickstoff dort zwischen sich drängt eigentlich und die Übertragung von einer Hirnzelle zu der nächsten, also eigentlich unterbrochen ist oder nicht mehr richtig funktioniert. Darum haben wir unterschiedliche Auswirkungen von diesem Stickstoff. Man sagt immer, ja, wenn sich Taucher komisch verhalten unter Wasser, ja, soll ich sagen, wir tun immer so, ja, den Fischli plötzlich wollen Luft geben oder so. Das sind Symptome, die man selten sieht. Das ist mehr, dass plötzlich Gefühlswahrnehmungen verstärkt werden oder auch abgeschwächt werden. Im Sinne von, wenn man ein bisschen Schiss hat, verstärkt sich die Angst. Wenn man ein bisschen euphorisch ist vom Tauchen, kann sich das noch mehr verstärken. Also, es sind so Symptome, die manchmal auch ein bisschen schwierig waren zum wahrnehmen. Klassisch, oder was wirklich nachher ein Alarmsymptom ist, ist ganz klar, wenn der Tauchbuddy einfach plötzlich nicht mehr reagiert. Sei es auf Lichtsignal, sei es auf Antippen, sei es auf ein Okay, das man gibt, und dann gibt gar keine Antwort. Also das ist so der klassische Stickstoff-Narkose-Auswirkungen. Dass eben jemand komisch reagiert im Sinne von die Ausrüstung fängt an, von abziehen oder so, das ist jetzt eher etwas, was man sehr selten sieht. Das ist wirklich eher etwas, was auf der Gefühlsebene stattfindet. Gut. Dann kommen wir zum Sauerstoff. Da habe ich noch grundsätzlich aufgeschrieben, das zählt für alle Gas und alle Mineralien zum Beispiel in unserem Körper. Hyper ist immer viel. Ich merke mir das so, dass jemand, der hyper hat, der ist hyperaktiv. Also das ist immer viel. Und Hypo ist immer zu wenig. Also wir kennen das Hypo in der Umgangssprache von der Hypoglykämie, also wir haben zu wenig Zucker in unserem Körper. Hypo ist immer wenig. Und Ano ist gar nichts, also wenn gar nichts mehr da ist. Ihr mögt euch vielleicht euren Nitrox-Kurs erinnern. Dort haben wir mal gesagt, der Sauerstoff-Partialdruck sollte 1,4, im Versehensfall 1,6 nicht überschreiten. Sonst kann es zu einer Sauerstoffvergiftung kommen. Sauerstoffvergiftung ist in dem Sinn eigentlich nicht, wie soll ich sagen, nicht etwas Gefährliches. Das Gefährliche ist mehr, was daraus entsteht. Im schlimmsten Fall kommt es zu Krampfanfällen. Wenn das natürlich unter Wasser stattfindet, könnt ihr euch vorstellen, dann kann sein Lungenautomat nicht im Mund innen behalten. Dann wird er verlieren, dann wird die Nöppeli ziemlich sicher durchbeissen. Wenn der Lungenautomat aus dem Mund raus ist, ist es dem Helfer fällt es sehr schwer, den wieder zurück ins Mund zu holen. Der beißt. Also es ist wirklich so, wie man sich einen Krampfanfall eigentlich bei einem epileptischen Anfall würde vorstellen. Das ist aber etwas, das ganz viele Vorzeichen hat. Und ich habe hier das aufgeschrieben, was es für Vorzeichen gibt bei der Sauerstoffvergiftung, bevor es zu diesen wirklich Krämpfen kommt. Man kann sich das gut merken mit Ventit. Also man hat Sehstörungen. Sehr häufig beschreiben die Leute
dass es so wie ein Flimmern ist vor den Augen. Ohrgeräusch ist sehr typisch. Es ist so ein Ohrenläuten, das die Leute beschreiben, was sie haben, bevor dass sie Krampfen oder Krampfanfälle haben. Allgemeines Unwohlsein, Übelkeit. Also, mir ist im Tauchen und plötzlich merkt man, es ist mir irgendwie komisch. Es kann so zu Muskelzuckungen kommen, bevor es zu den Krämpfen kommt. Die meisten beschreiben das als, wenn ihr ins Bett geht und so am Einschlafen seid, dann juckt man ja manchmal so auf, weil irgendein Muskel eben sich entspannt und zuckt. Die Leute beschreiben das so vom Gefühl her. Reizbarkeit ist vielleicht ein bisschen schwierig zum feststellen unter Wasser, aber das wäre auch noch so ein Symptom. Und Schwindel. Und das sind eigentlich die Vorzeichen von einer Sauerstoffvergiftung. Die erste Hilfe bei einer Sauerstoffvergiftung ist immer Sauerstoff geben. Das klingt immer ein bisschen paradox, aber der hat ja nicht ein Problem quasi. Also das Problem tritt erst auf, wenn Sauerstoff und Druck zusammenkommen, also wenn wir unseren Teildruck, unseren Partialdruck vom Sauerstoff überschreiten. Das Problem, das er nachher hat, ist, dass er Wasser in den Atemwegen hatte, dass er einen Panikaufstieg hatte, dass die Gefahr von einer Lungenüberdehnungsverletzung da ist, die Gefahr von einer Deko da ist. Aber man musste retten, unter Umständen sogar. Wir bringen ihn nachher in die Wasseroberfläche. Und dort haben wir ja den Druck nicht mehr. Also dort haben wir, der Sauerstoffteildruck ist weit von dieser Grenze hier entfernt. Aber das Problem, das er sonst hat, eben mit der Lunge, mit der Deko, mit Wasser in den Atemwegen, spricht eigentlich alles dafür, dass man denen unbedingt Sauerstoff geben soll. Klingt immer ein bisschen paradox, Sauerstoffvergiftung, Sauerstoff geben. Ja, unbedingt Sauerstoff geben. Das nächste Gas, das wir noch anschauen wollen, ist das Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung. Es kann aber auch eben sein, dass der Kompressor zum Beispiel nicht gut gewartet ist worden und dort einfach Kohlenmonoxid entsteht. Für uns ist Kohlenmonoxid nicht wahrnehmbar. Wir schmecken es nicht. Schmecken mit der Nase nicht, wir schmecken es mit dem Mund nicht. Wir können das eigentlich gar nicht wahrnehmen. Das Problem beim Kohlenmonoxid ist, dass es eigentlich den Sauerstoff verdrängt. Ich stelle mir das immer so vor, dass der Sauerstoff auf Lastwägeli, dem Hämoglobin, durch den Körper transportiert wird. Der Kohlenmonoxid hat viel, viel, viel die bessere Anhaftung an die Lastwägeli als der Sauerstoff. 200 Mal mehr, das ist so eine Zahl, die ihr euch merken müsst. Die kommt nämlich immer wieder so in Divemaster und Tauchlehrerprüfungen. Das Kohlenmonoxid ist 200 Mal besser haftet sich das an das Hämoglobin als der Sauerstoff. Also es verdrängt den Sauerstoff. Und schlussendlich haben wir eigentlich einen Sauerstoffmangel. Jetzt, eins von den klassischen Symptomen ist die leuchtend roten Lippen. Darum haben wir da ein Kirschi drauf. Es ist so ein Kirschrot, wird es beschrieben. Es ist ein bisschen komisch vielleicht, weil viele von euch wissen, dass wenn ein Sauerstoffmangel da ist, dass die Farbe blau ist. Also jemand hat blaue Lippen, die Gesichtsfarbe ist blau. Jetzt, weil eben der Kohlenmonoxid so gut an die Hämoglobin haftet, sieht man das an dieser roten Farbe an. Also wirklich die Lippen, die Nagelbette auch, sind leuchtend rot. Das ist wirklich ganz auffällig. Das Problem ist, ein bisschen, unter Wasser nehmen wir etwa 5 Meter die rote Farbe nicht mehr wahr. Also ist es ein schlechtes Indiz. Aber an der Oberfläche, der Wasseroberfläche, ist wirklich auffällig. Kopfweh ist ein typisches Symptom, Verwirrung, Tunnelblick, Bewusstlosigkeit.
Ja, und schlussendlich wegen dem Sauerstoffmangel kann so zum Tod führen. Erste Hilfe bei einer vermuteten Kohlenmonoxidvergiftung. Ja, nicht das noch schnaufen, was man vermutet. Also die aus dieser Flasche oder so. Und Sauerstoff geben. Sauerstoff, dass die Hämoglobinlastwege, die nicht besetzt sind, eben vielleicht durch den Sauerstoff besetzt werden und nicht durch das Kohlenmonoxid. Also die frei sind, dass die eine Chance haben, dass sie den Sauerstoff aufladen können. Nehmen wir noch das Kohlendioxid. Kohlendioxid ist eigentlich unser Abfallprodukt, das im Körper entsteht. Wenn wir joggen, entsteht mehr Kohlendioxid. Das heisst, wir müssen mehr schnaufen, dass wir das Kohlendioxid wegbekommen aus unserem Körper. Darum muss ich aber recht schnaufen, wenn ich muss joggen muss. Mein Körper produziert auch viel Kohlendioxid. Das heisst, unsere Atmung, wie viel wir schnaufen, ist eben kohlendioxidabhängig und nicht sauerstoffabhängig. Also viel Kohlendioxid sagt eigentlich dem Körper, hey, hallo, du musst mehr schnaufen, wir müssen das Kohlendioxid loswerden. Es ist nicht der Mangel an Sauerstoff, der uns den Atemreiz gibt, sondern eben ein höheres Kohlendioxid. Da haben wir auch wieder Hyper- und Hypo. Hyper Kapnie heisst nichts anderes als zu viel Kohlendioxid in unserem Körper. Und Hypokapnie heisst nichts anderes als wenig Kohlendioxid in unserem Körper. Ihr habt es hier noch schematisch dargestellt. Also wir haben hier die blaue Kurve oben. Das ist die Schwelle, die das Kohlendioxid muss erreichen muss, dass ein Atemreiz ausgelöst wird. Dass wir müssen schnaufen. Oder eben, wenn wir joggen, jetzt musst du ein bisschen mehr schnaufen, weil wir ein bisschen mehr Kohlendioxid drin haben. Da haben wir die normale Atmung. Da ist da am Schnaufen. Gut. Dann haben wir hier unten Sauerstoffgrenze, eigentlich wie viel Sauerstoff es braucht in unserem Körper, dass es uns noch wohl ist. Jetzt können wir ein bisschen tricksen mit unserem Körper, sage ich jetzt mal. Nämlich, wenn wir hyperventilieren, also viel schnaufen, hyper, viel, können wir die Schwelle vom Kohlendioxid senken. Das hat den Vorteil, dass wir später einen Atemreiz haben als normal. Das nützen die Apnoetaucher aus, indem sie, bevor sie abtauchen, eigentlich hyperventilieren, dass der Kohlendioxidspiegel in ihrem Körper sinkt. Jetzt gibt es aber Gefahren dahinter, nämlich das Flachwasser-Blackout und das Tiefwasser-Blackout. Das heisst, wenn wir unseren Kohlendioxidspiegel so fest absinken, dass wir keinen Atemreiz haben oder den Atemreiz sehr spät haben, verbraucht in dieser Zeit der Körper den Sauerstoff. Der wird einfach verbraucht. Der ist da, der wird verbraucht. Und irgendwann sinkt der Sauerstoff eigentlich über seine oder unter seine Toleranzschwelle. So viel Sauerstoff brauchen wir, dass wir überhaupt bei Bewusstsein sind, dass es uns überhaupt gut geht. Wenn der Sauerstoff unter die Schwelle fällt, dann werden wir bewusstlos. Und das ist eigentlich so das Blackout. Beim Flachwasser-Blackout haben wir unter Wasser, solange wir unter Wasser sind, den Vorteil, dass der Partialdruck vom Sauerstoff, je tiefer wir sind, je höher ist, je steigt. Und erst wenn er unter eine gewisse Limite fällt, also der Apnoetaucher taucht auf und kommt irgendwann mal unter die Limite von seinem Sauerstoff-Partialdruck, den er braucht, erst dann wird er bewusstlos. Unten könnte er ewig lang dort sein. Da würde ihm nichts passieren. Da hat er ganz viel Sauerstoffreserve, weil eben der Sauerstoffteildruck im Körper innen hoch ist mit dem Druck, den wir in der Umgebung innen haben.
Und erst wenn er hier die Schwelle unterschreitet, quasi, kommt es zu einer Bewusstlosigkeit. Das sieht man bei den Apnoe-Tauchern mal, dass sie beim Auftauchen in den letzten 10 Metern oder so nachher, bewusstlos werden. Und eben, gerade wenn sie bei einem Weltrekordversuch bewusstlos werden, dann zählt ihre Versuch eben nicht, obwohl sie vielleicht die Tiefe, die sie wollen, erreicht hätten. Genau. Also beim Kohlendioxid geht es wirklich darum, dass wir Kohlendioxid gesteuerte Atmung haben, dass wir die ein bisschen beeinflussen können, indem wir eben zum Beispiel hyperventilieren und das CO2 absenken, dass wir weiter weg sind von unserer Atemreizschwelle weg. Der Sauerstoff in unserem Körper der wird ganz normal verbraucht. Und erst näher, beziehungsweise wenn der Sauerstoff unter die kritische Grenze hier fällt, kann es zu einer Bewusstlosigkeit führen. Darum ist es wichtig, dass die zwei Kurven immer in der Balance sind. Also, dass wir eben so viel Sauerstoff noch haben in unserem Körper, dass es lenkt, bis der Atemreiz auch einsetzt. Weil der Sauerstoff wird der Sauerstoffmangel wird keinen Atemreiz auslösen, sondern es ist wirklich das CO2, das den Atemreiz auslöst. Gut. Dann kommen wir zu dem mechanischen Umfeld, zu den Lungenüberdehnungsverletzungen. Ihr habt sicher schon gelesen, einfach so ein bisschen vorzugreifen. Wir reden von den Dekompressionserkrankungen, DCI abgekürzt. Dort sind die Erkrankungen drin, die alles mit Druckverletzungen eigentlich, zusammenhängen. Also dort drin gehören die Lungenüberdehnungsverletzungen, dort drin gehören aber auch die Deko. Und dort gehören auch die ganzen Barotrauma. DCS ist Dekompressionskrankheit, das ist nur Deko gemeint. Hier sind wir jetzt im Überbegriff inne, Dekompressionserkrankungen mit dem Unterkapitel, sage ich jetzt mal, Lungenüberdehnungsverletzung. Ihr wisst, Lungenüberdehnungsverletzungen können entstehen, wenn die Luft, die in der Lunge innen ist, nicht entweichen kann. Klassisch ist der Panikaufstieg. Jemand hat irgendwie eingeschnauft, Angst will nur noch hoch und vergisst zu schnaufen eigentlich. Also die Atemwege sind verschlossen. Und dann passiert in der Lunge eigentlich das, was mit einem Ballon passiert, wenn man ihn fest aufbläst. Er platzt irgendwann mal. Da gibt es vier verschiedene Ursachen oder vier verschiedene Symptome, die es daraus geben können. Subkutane Emphysem. Sub ist Unger und Kutan, also Kutis, ist die Haut, also Ungerhaut. Und das Emphysem ist immer eine Luftansammlung. So kann man sich irgendwie vielleicht so ein bisschen merken. Subkutane Emphysem entsteht, wenn wir irgendwo in der Lunge innen so einen Riss haben. Es ist zu einem Riss gekommen. Luft tritt aus und da die Luft steigt, geht sie sehr häufig hier in Hals-Schulterbereich hinein. Wenn man die Leute anlenkt, dann spürt man so ein Knistern unter der Haut. Sehr häufig hat man das Gefühl, es hätte so wie Knäuelchen unter der Haut, die man hin und her schieben kann. Ich sage immer, mir erinnert sich ein bisschen daran, wie das Verpackungsmaterial, die Plastikluftbäuschen, wo man das Luftküsschen zusammendrücken kann. Es fühlt sich ein bisschen ähnlich an. Wenn ihr das mal spürt, denkt daran, es könnte wirklich so ein Verpackungsmaterial sein. Gleich unter der Haut. Das könnte so ein Emphysem sein, eben ein subkutanes Emphysem. So kann man sich irgendwie so ein bisschen die Esusbrücke bilden.
Das Zweite, was passieren kann, ist das mediastinale Emphysem. Also Emphysem ist auch wieder eine Luftansammlung. Media ist die Mitte, also irgendwo in der Mitte des Körpers. Da, hier drin. Jetzt muss ich da schauen, ich habe noch ein besseres Bild. Ja. Irgendwo in der Körpermitte. Wir hatten einen Riss in den Lungen. Luft ist austreten und geht jetzt hier, sammelt sich hier eigentlich zwischen den beiden Lungenflügeln an. Das ist, ja, die Luft ist einfach dort. Das Problem ist, wir haben hier gar nicht viel Platz, weil da ist nämlich das Herz irgendwo auch noch. Das fehlt hier nämlich noch in dieser Zeichnung. Und wenn die Luft jetzt auf das Herz drückt, dann kann das Herz gar nicht mehr richtig schlagen. Also es kann gar nicht mehr sich richtig zusammenziehen und wieder entspannen. Und das könnte zu Herzrhythmusstörungen führen. Oder zu Herzirritationen führen, der Blutdruck, der nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Also die Leute können wirklich bewusstlos werden, können schlussendlich auch zum Tod führen mit Herzrhythmusstörungen. Das Vierte, was entsteht, was sehr häufig in Kombination steht mit den beiden oberen, ist der Pneumothorax. Der Pneumothorax ist ein Riss von der Lunge und Luft sammelt sich eigentlich in dem Zwischenraum zwischen der Lunge und dem Lungenfell. Also eigentlich der Schicht, die die Lunge umgibt. Normalerweise liegt die einfach auf. Die Schicht auf der Lunge auf. Es hat dort so einen Schmierstoff dazwischen. Surfactant heisst der. Da können wir später auch noch einmal auf den sprechen. Der Surfactant ist, schaut eigentlich oder ist dafür verantwortlich, dass schön das Lungenfell auf der Lunge kann reiben kann. Und wenn wir schnaufen, dass eigentlich der Brustkasten sich eben hebt und senkt. Dass unsere Rippen vorangehen und wieder zusammengehen. Wenn jetzt dort ein Riss stattgefunden hat und Luft in den Zwischenraum eindringt, dann sprengen die beiden Schichten voneinander weg. Also die Lunge drückt vom Lungenfell weg. Und es sammelt sich hier Luft in dem, im Pleuraspalt innen an. Das ist die Pleuraspalt. Die Leute die haben sehr häufig Atemnot, weil mit dem Riss geht der Unterdruck in der Lunge innen verloren und die Lunge fällt zusammen. Also wenn die ganze Lunge zusammenfällt, ist die Lunge etwa noch so gross wie eine Faust. Und ihr könnt euch vorstellen, wie gross es sonst die Lunge ist und wenn sie plötzlich nur noch so gross ist wie eine Lunge, das verursacht einfach Atemnot. Er hat wirklich das Gefühl, er bekommt zu wenig Luft. Was die Leute auch sehr häufig haben, ist ein Hustenreiz. Und wenn sie irgendwie etwas hochhusten, dann ist das sehr häufig so Schleim mit Blut vermengt. Eben weil eine Verletzung in der Lunge innen stattgefunden hat. All die drei Verletzungen können behandelt werden, indem der Patient eine Drainage überkommt. Dann wird eine Drainage eingelegt. Meistens eben da in den Pleuraspalt hinein. Die Drainage hat Unterdruck und tut eigentlich auf der einen Seite die Luft absaugen aus dem Pleuraspalt raus. Und auf der anderen Seite, weil es einen Unterdruck hat, kann sich die Lunge dann wieder anfangen zu falten. Also die kann wieder ihre ursprüngliche Grösse zurück. Beim subkutanen Emphysem, wenn jetzt jemand so einen Lungenriss hat, dass die Luft eigentlich nur ein bisschen gegen oben gewandert ist, ist es sehr häufig so, dass der Körper die Luft selber kann, wieder abbauen kann. Also die verschwindet von selber wieder.
Man muss dann gleich schauen, was die Ursache war. Wie gesagt, sehr häufig ist das Subkutan und das Mediastinale im Emphysem steht in Kombination mit dem Pneumothorax. Also irgendwo muss ja der Riss stattgefunden haben. Und wenn der Riss stattgefunden hat, dann dringt sehr häufig auch Luft in diesen Pleuraspalt ein. Aber manchmal ist es so klein, dass man keine Drainage muss einlegen in den Pleuraspalt und dann kann der Körper das subkutane Emphysem selber abbauen. Beim mediastinalen Emphysem, das in der Mitte, haben wir auch die Möglichkeit, dort in den Raum, der eigentlich kein Raum ist, weil er ausgefüllt ist, aber dort, wo sich die Luft angesammelt hat, eine Drainage einzulegen, dass wirklich die Luft abgesogen werden kann, die eben dort zum Beispiel auf das Herz drückt oder so. Eine Besonderheit ist die arterielle Gasembolie. Die steht meistens in den Lehrbüchern bei den Lungenüberdehnungsverletzungen, könnte aber eigentlich gerade so gut bei der Deko nämlich stehen. Es ist so ein Mischding. Bei der Deko haben wir vorhin kurz über das Foramen ovale geredet. Das ist nichts anderes als eine arterielle Gasembolie. Also irgendwo kommt Gas, sei es Stickstoff, sei es Luft, in linken Körperkreislauf und wandert, weil eben Gas und Luft sehr häufig steigt, Richtung Hirn. Und wie ich vorhin beschrieben habe, kann es zu Schlaganfallsymptomen führen. Also irgendwo geht das Gewebe im Hirn innen kaputt, weil es nicht genug Sauerstoff bekommt, weil nicht genug Nährstoffe herkommen, die Zellen sterben ab dort. Jetzt bei einer Gasembolie kann es aber eben auch sein, dass die Ursache in der Lunge innen stattgefunden hat. Nämlich, wenn ihr euch hier eines der ersten Bilder in Erinnerung rufen, ich hole mir schnell vor, einen Moment. Nämlich das hier mit den Trübeli. Dann kann es bei einer Lungenüberdehnungsverletzung hier zu Rissen kommen, also in den kleinsten Einheiten der Lungen innen. Und wenn da die Durchgänge plötzlich einfach offen sind und nicht mehr reguliert ist, kommt jetzt Sauerstoff durch, kommt jetzt Stickstoff durch, kommt jetzt Kohlendioxid durch, sondern hier ein Riss stattgefunden hat und einfach alles durchgeht und viel durchgeht, plötzlich kann es eben sein, dass hier über die Kapillaren die Gas Ansammlung eigentlich zum rechten Herz transportiert wird, also beziehungsweise vom kleinen Kreislauf von der Lunge ins linke Herz transportiert wird und er von dort in den Körper ausgeworfen wird. Und die Symptome sind eigentlich genau die, die ich vorhin beschrieben habe, bei einem Foramen ovale. Also eben die arterielle Gasembolie ist so ein eine Mischform. Auf der einen Seite kann es eine Deko sein und auf der anderen Seite kann es eben auch bei den Lungenüberdehnungsverletzungen die Ursache sein. In den Büchern steht die arterielle Gasembolie sehr häufig eben bei den Lungenüberdehnungsverletzungen. Gut. Dann kommen wir noch kurz zu den mechanischen Unfällen. Ich sehe, dass die Zeit vorwärts geht wie verrückt. Ich hoffe, ihr habt noch gerade einen Moment Zeit. Ich habe das Gefühl, ich bin schon unglaublich schnell am Reden. Aber ja, ich hoffe, ihr habt noch einen Moment. Mechanische Unfälle sind eigentlich alle Barotraumas gemeint. Das kann sein, dass das irgendwo in der Nasennebenhöhle ist. Das kann aber auch sein, dass eben ein Barotrauma in der im Ohr innen stattfindet. Es kann sein, dass wenn ihr keinen Druckausgleich in der Tauchbrille macht, dass ihr ein Barotrauma von dem davon tragt. Zum Glück ist es so, dass wir sehr empfindlich sind und eigentlich automatisch unsere Maske den Druckausgleich machen, indem dass wir nämlich eine reinschnaufen und dann haben wir schon wieder Druckausgleich gemacht. Ich möchte aber zuerst zum Ohr kommen. Ohrbarotrauma sind sehr häufig, habt ihr vielleicht sogar selber schon mal erlebt, dass ihr irgendwo tauchen und schlussendlich einfach keinen Druckausgleich können machen. Ein Druckausgleich findet statt, indem dass der Luft vom Rachenbereich
über die eustachische Röhre da ins Mittelohr hineinpresst. Das Mittelohr ist luftgefüllt. Das ist das, was uns eben eigentlich irritiert beim Tauchen. Das Aussenohr hier, der Aussenhörgang, der wird ja nass, also der hat den Druck, den das Wasser auch hat. Wir haben hier die Abtrennung, das Trommelfell, das sich gegen innen wölbt, wenn wir einen hohen Wasserdruck haben, der hier auf das Aussenohr wirkt. Der Druck tut sich dann weitersetzen. Da haben wir luftgefüllten Hohlraum. Da merken wir, oh, jetzt müsst ihr mal Druckausgleich machen. Wenn der Druckausgleich kann stattfinden kann, von der eustachischen Röhre hier, es macht blüpp im Ohr innen, dann geht das Trommelfell wieder in die neutrale, normale Position zurück. Wenn kein Druckausgleich kann stattfinden kann, weil wir eben vielleicht ein bisschen die Nase zu haben, Klimaanlage, ein bisschen verkältet sind, ob wir einfach zu spät sind, manchmal, weil die eustachische Röhre, die ist schlussendlich nur so dick wie ein Haar. Also wenn wir ein bisschen zu spät sind, dann ist die zu. Kennt ihr vom Tauchen, dass es manchmal ein bisschen schwierig kann sein, je nach Tagesform oder eben wenn man so ein bisschen die Nase leicht zu hat oder so. Wenn man jetzt keinen Druckausgleich machen kann, habe ich gesagt, das Trommelfell biegt sich gegen innen. Wir haben dann hier die drei Hörknöchel, die anschliessend an die Bogengänge sind oder an die Schnecke sind hier. Also die Bogengänge, die zuständig sind für unseren Gleichgewichtssinn. Darum wird es uns auch schwindelig, wenn irgendetwas in unserem Ohr nicht ganz stimmt, weil auch die sehr nahe sind hier. Die Bogengänge, die sind flüssigkeitsgefüllt. Also der Druck, der hier entsteht, das Trommelfell biegt sich gegen innen, das tut sich weiter. Der Druck wird weitergegeben über die Hörknöchel zu den Bogengängen und schlussendlich eben auch hier zum Hörschneck. Sie sind Flüssigkeit gefüllt, geht der Druck einfach weiter. Jetzt der Schneck, der hat irgendwo einen Ausgang, nämlich zu runden Fenstern. Das ist jetzt nicht das idealste Bild hier, aber wenn ihr in den Büchern rumblättert, dort seht ihr das gut. Da der Hörknöchel schließt das ovale Fenster an, das ist so eine Hautschicht, eine Membran. Der Druck wandert über den Schneck weiter und irgendwann kommt der Druck beim Ausgang an, nämlich beim runden Fenster. Und dort ist dann nichts mehr. Da hat es kein Knöchel, das dran schließt, wo irgendwo der Druck weitergegeben werden könnte. Und darum reisst beim Tauchen sehr häufig das runde Fenster. So könnt ihr es merken. Beim Tauchen reisst das runde Fenster. So, Dive Master, IDC, das ist auch so eine klassische Prüfung, die immer wieder gefragt wird. Rundes Fenster reisst. Natürlich kann das Trommelfell reissen. Wenn hier der Druck so hoch wird, der Druck zu wenig weitergegeben wird, über die Hörknöchel, Bogengänge, Schnecke, dann kann das Trommelfell reissen. Das hören wir ja auch etwa die Mal. Aber eben rein physiologisch wird der Druck weitergegeben. Und in den Fragen innen, weil sie das runde Fenster wissen. Einfach nur so, ich gebe ich das sehr gerne so mit. Bei der Umkehrblockierung, also wenn wir am Auftauchen sind, geht eigentlich der Druck, den wir hier innen haben, der sich jetzt mit dem Auftauchen erhöht, geht der Druck über die eustachische Röhre in den Rachenraum und wir müssen eigentlich gar nicht viel machen. Viele tun so ein bisschen Ketchup unter Wasser, ein bisschen den Kiefer hin und her bewegen, dann geht es einfach ein bisschen leichter. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund die umgekehrte Druckausgleich nicht kann stattfinden, wölbt sich das Trommelfell gegen aussen. Also wir haben hier mehr Druck, als von aussen kommt. Und das Trommelfell wölbt sich auf diese Seite raus hier. Weil wir hier innen im Mittelohr einen hohen Druck haben beim Auftauchen, und dieser Druck kann nicht weg, werden die Bogengänge irritiert. Die Bogengänge, habe ich vorhin schon gesagt, die sind unser Gleichgewichtsorgan. Und wenn die
gedrückt werden, eben weil dort ein hoher Druck drauf ist, kommt es zu den klassischen Symptomen von einer Umkehrblockierung, nämlich unglaubliche Schwindelgefühl und unglaubliche Übelkeit, die das auslösen kann. Gut, jetzt sehe ich, dass mir der Daniel anruft. Ich glaube, ich muss schnell abnehmen. Ja. Ja. Nein, noch nicht. Aber ich habe gefunden, ich muss auch abnehmen. Ja, so viel erzählen da. Hast du mir irgendetwas Wichtiges wollen sagen? Also. Also, lass uns weitermachen, juhu. Also, ich denke, vielleicht haben wir irgendein technisches Problem, darum muss ich eben schnell abnehmen, aber es ist gut so. Also, wenn die Bogengänge unter Druck geraten, eben, werden die irritiert, Übelkeit und also das Schwindelgefühl, das die Ursache sind. Dort einfach nicht wollen, ums Frecken wollen, auftauchen, geht dem Körper Zeit. Die eustachische Röhre, wo der Druckausgleich im Moment nicht stattfinden kann, die wird aufgehen irgendwann. Nicht in Panik kommen, sondern einfach schön schnaufen, ein bisschen rauf, warten, okay, oh, jetzt wird es mal wieder Sturm. Geht wieder runter auf die Ursprungstiefe. Ja, natürlich, irgendwann läuft uns die Zeit ein bisschen davon. Die Luft wird vielleicht ein bisschen knapp, aber es reicht gut. Man muss einfach ruhig bleiben und wirklich das Schnaufen im Körper einen Moment Zeit geben. Die geht dann schon wieder auf, hier die eustachische Röhre. Kommen wir noch kurz zu den thermischen Problemen. Unsere normale Körpertemperatur 37 Grad. Wenn wir kalt haben, können wir anfangen, Wärme produzieren, indem wir unsere Härchen aufstellen und dass wir anfangen zu zittern. Hypo wieder, wenig, und Thermie ist Temperatur. Also wir kommen in eine Hypothermie rein. Der Körper versucht, Wärme zu produzieren. Wenn die Körpertemperatur weiter sinkt, also etwa bei 33 Grad, hören wir auf zu zittern. Der Körper hat dort wie so das Gefühl, ich habe jetzt all meine Energie gegeben, für da warm zu machen, und irgendwie kann ich nicht warm machen, es geht einfach nicht. Also wir hören auf zu zittern. Wenn dann die Körpertemperatur weiter würde sinken, wird es irgendwann mal lebensgefährlich, weil einfach unser Kreislauf nicht mehr aufrechterhalten werden. Der Körper hilft dort aber ein bisschen, indem dass er alle Blutgefäße auf weit stellt und eigentlich warmes Blut durch den Körper durchfließt und wirklich plötzlich auch die Hände wieder warm werden und so. Also die Leute sagen, das ist wirklich so ein Wärmegefühl, das man dann bekommt. Es ist aber eben eigentlich das Gefühl, bevor es der Tod eintritt. Man sieht das etwa die mal bei den Bergsteigern oder da beim Everest-Film. Da ist einmal da im Fernsehen, habe ich das gesehen. Also, das eben eigentlich, oh, jetzt habe ich warm und dann fängt die Jacke abziehen. Aber eigentlich ist es so weit unterkühlt, dass eben der Körper eigentlich nicht mehr Wärme produzieren kann. Bei der Hyperthermie, also viel Wärme, Körpertemperatur 37 Grad, die steigt. Der Körper versucht, Wärme abzubauen, indem wir nämlich schwitzen. Jetzt, wenn wir eine gewisse Limite überschreiten, das sind plus minus 41 Grad, wird es gefährlich für unseren Körper. Eiweißverbindungen in unserem Körper gehen kaputt dort. Und schlussendlich kann das zum Tod führen. Dann reden wir dann vom Hitzschlag. Der Hitzschlag ist eigentlich dann, wenn der Körper wie aufgegeben hat und gar nicht mehr kann kühlen. Die Leute fühlen sich heiß an, aber trocken. In der Hitzeerschöpfung ist der Körper noch voll dran, der macht noch, der tut noch dort. Also er kühlt, wenn man die Leute anlenkt, sind die schweissnass. Und die Körpertemperatur ist vielleicht ein bisschen wärmer als normal, aber nicht übermäßig gehört. Kommen wir noch zum Sinus oder zum Carotis-Sinus-Reflex. Irgendwie wollte ich das immer den anderen Weg herum sagen, ich weiß auch nicht. Aber Carotis ist da
Schlagadern, die vom Herz aufgeht in den Kopf. Wir haben links und rechts am Hals eine, die spürt man, wenn ihr da euren Puls mal fühlt. Wir haben aber hinten am Kopf haben wir auch noch eine, zwei von diesen Schlagadern, die eigentlich das Hirn mit Blut versorgen. In dieser Karotte hat es Rezeptoren, die messen kontinuierlich den Blutdruck. Die sind einfach dort platziert. Jetzt, wenn wir enge Halsmanschette haben oder enge Kopfhaube haben, die hier auf die Rezeptoren drücken, spielen wir dem Körper eigentlich etwas Falsches vor. Nämlich, der misst den Blutdruck und merkt, okay, wir haben relativ einen hohen Blutdruck, weil eben die Manschetten oder die Kopfhaube dort herdrückt. Der Körper reagiert und sagt, hoher Blutdruck, gleich, muss nicht mehr so viel Blutdruck produzieren, ich senke den Blutdruck ein bisschen. Ja, jetzt aber eigentlich hätten wir ja einen normalen Blutdruck. Es ist ja eigentlich eben die Halsmanschette zum Beispiel, wo der hohe Blutdruck verursacht. Also haben wir plötzlich einen zu tiefen Blutdruck. Und wir sind dann, haben eigentlich nicht mehr genug Blutdruck, dass unser Kopf und unser Hirn mit genug Sauerstoff kann versorgt werden. Schlussendlich können wir ohnmächtig werden von dem. Ja. Was man fast mehr sieht, ist, dass wenn die Halsmanschette zu eng ist, dass wir wie einen Blutstau haben. Das sind die Leute, die so rot-bläulich anlaufen, gerade im Trockenanzug, sehen wir das etwa die mal. Da müsst ihr wirklich schauen, dass sie ihre Halsmanschette besser anpassen. So ein Blutstau ist in dem Sinn nichts Gefährliches, aber es ist sehr unangenehm. Das merkt ihr selber, wenn ihr mal 5 Minuten den Kopf vorab habt, wie ihr euch danach fühlt und wie aufblasen, dass ihr euch danach fühlt. Und eben gleichzeitig kann es sein, dass der Körper über die Rezeptoren da in der Karotte den Blutdruck reguliert. Und da haben wir wie keinen Einfluss drauf. Kommen wir noch zum Letzten, beinahe ertrinken. Beinahe ertrinken ist eigentlich jemand, der Wasser in die Atemwege hat bekommen, hat können gerettet werden und nachher aber gleich ein Problem hat noch. Ich habe vorhin schon einmal den Surfaktan erwähnt, wo eigentlich die Lunge und das Lungenfell schmieren und schauen, dass sich das schön kann bewegen kann. Den gleichen Surfaktan haben wir in den Alveolen drin. Also wenn ihr euch das erste Bild zurückerinnert, da das Trübeli, da ist es ein bisschen anders dargestellt. Wir haben die Luft, die hier kommt. Wir haben Kapillare, die hier das Trübeli umspülen quasi. Und der Gasaustausch, der stattfindet. Die Alveole ist ausgekleidet mit dem Surfaktan. Sonst kann es ja sein, dass wenn die mal keine Luft drin hat, dass die plötzlich zusammenkleben. Und der Surfaktan verhindert eigentlich das Zusammenkleben. Jetzt bei einem beinahe Ertrinken haben ja die über die Atemwege hier, also da eigentlich, wo die Luft normalerweise herkommt, Wasser in die Atemwege bekommen. Das Wasser tut dann den Surfaktan wegspülen. Was dann passiert ist, die Alveole kann nicht mehr schön so rundherum bilden oder schön offen bleiben, sondern die fällt zu weit zusammen. Also die kleben dann da die Wändchen zusammen. Und Alveole, die nicht mehr schön so wie aussieht, wie ein Trübeli, kann nicht mehr im Gasaustausch teilnehmen, wo gar keine Luft mehr kann in die Alveole eintreten kann. Das ist mal das eine Problem, das passieren kann. Das zweite Problem ist, wenn wir Wasser in den Atemwegen haben, dann versucht der Körper, irgendwo das Gleichgewicht herzustellen. Gerade beim Salzwasser. Salzwasser hat einen höheren Salzgehalt als unser Körperwasser. Der Körper merkt, oh, da ist irgendetwas rum, das ich muss verdünnen muss. Wir haben Salzwasser hier in diesen Atemwegen. Der Körper sagt, oh, ich muss verdünnen.
und zieht Wasser aus seinem Körpergewebe raus. Unsere Zellen bestehen aus einem ganz hohen Prozentsatz aus eben Wasser, aus Zellflüssigkeit. Wenn er das Wasser gezogen wird, dann haben die eigentlich so wie ein sekundäres Ertrinken. Also der Körper versucht, dass das Salzwasser zu verdünnen, zieht Wasser aus seinen Zellen raus und es füllt sich hier, die Atemwege füllen sich mit Wasser auf und die ertrinken innerlich nachher. Darum soll eigentlich und darum müssen eigentlich alle, die einen Ertrinkungsunfall hatten, müssen in ärztlicher Behandlung. Auch wenn wir sie wiederbeleben konnten und wenn die wieder gut schnaufen und sagen, es ist alles gut und so. Wir wissen ja nicht, was hier in diesen Einheiten innen passiert. So, das war der Schnelldurchzug Physiologie. Ich hoffe, ich habe euch das Wichtigste auf einigermaßen eine Art können erklären, dass ihr euch auch daran irgendeinmal erinnern könnt. Es ist ein bisschen speziell, da so Webinar halten. Ich habe gemerkt, dass ich das wirklich nicht so gerne mache, dass ich lieber vor euch herstehe und das euch so erkläre. Ich hoffe aber, dass das gut war. Die ganze Theorie findet ihr da in einem Büchlein, abstrakte Theorie. Da hat es zu der Physik sehr gut erklärt, wirklich Grundlagen, das, was ihr müsst wissen, gerade auf der Dive Master, auf der Tauchlehrerseite. Die Physiologie ist gut erklärt und es ist auch noch etwas über Dekotheorie drin. Also, wenn euch das Thema interessiert oder eben, wenn ihr noch am Vorbereiten seid, IDC oder Dive Master oder so, ich kann euch das wirklich ganz, ganz fest empfehlen. Viel besser als die dicke Enzyklopädie, die man fast nicht lesen kann, weil sie einfach ein bisschen mühsam ist zum Lesen. Das ist viel dünner, liest sich viel gäbiger und ist viel besser erklärt. Also, wirklich. Jetzt schaue ich noch schnell, ob irgendwo ganz dringende Fragen auftaucht sind. Der Cursor, den man nicht lesen kann. Achtung, wir sehen es nicht, was du zeigst. Ja, das tut mir leid, das habe ich natürlich jetzt zu spät mitbekommen. Lungenüberdehnungsverletzungen, ob die in die Kategorie Barotrauma gehören. Es gehört in die Kategorie Dekompressionserkrankungen. Und in dem Sinn kann man sagen, ja, es ist eine druckbedingte Verletzung. Barotrauma ist nichts anderes als druckbedingte Verletzung. Und darum ja, gehört es eigentlich im grossen und weitesten Sinn dort hinein. Ah, schade, jetzt wegen dem Cursor, dass das nicht gegangen ist. Jetzt schaue ich da noch schnell. Danke für das Kompliment. Rahel, Alveolenspasmus. Was meinst du da genau? Bei den Asthmatikern ist das Problem, dass die Asthmatiker zu wenig ausschnaufen können. Also die haben eigentlich ein Air-Trapping, sagt man dem, in der Lunge innen. Denen fällt es schwer genug, auszuschnaufen. Und darum ist ein schwerer Asthmatiker, muss sich gut abklären für das Tauchen, weil genau so ein Air-Trapping wir ja nicht haben in der Lunge innen. Irgendwo Luft bleibt in der Lunge innen, kann es eben zu einer Lungenüberdehnungsverletzung führen, schlussendlich. Gut, sonst sehe ich gerade nicht noch weitere Fragen. Ja, nochmal der mit dem Cursor, es tut mir leid, ist das nicht gegangen, aber ich hoffe, es hat noch gleich. Sie sind gleich so ein bisschen mitgekommen, was ich gemeint habe. Dann wäre es das gewesen. Merci vielmals für zuzuhören. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr dürft gerne dem Tauchsport Käser das Mail schreiben. Jetzt scheint da so blöd Sonne da hinter mir rein. Ich würde gerne weitere Fragen noch beantworten. Merci vielmals.
Ich hoffe, es hat noch Spaß gemacht. Schönen Abend. Tschüss zusammen.